Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder mittendrin. Wir konnten den Bürgermeister immer noch nicht richtig erschrecken. Und ja, ich denke, dieses Mal... Ja, wir probieren es nochmal. Jede Folge beginnt damit, dass wir in den Wald gehen. Gehen wir mal hier weiter. Der Wald war also nicht nur eine Holzquelle für die Dorfbewohner. Sie haben auch Lehm abgebaut. Okay, neuer Ort. Das heißt, wir schauen uns mal an. Schwer zu sagen, was den Brennofen zerstört hat. Und wann? Könnten Zeit, Wind und Regen gewesen sein. Vielleicht aber auch Tiere oder andere Dinge. Okay, kann ich an dem Ofen irgendwas? Nee. Macht ja auch Sinn. Nicht nur, dass man hier ausreichend Feuerholz hat. Der Lehm ist sehr feucht und beim Brennen verliert er viel Gewicht. Warum sollte man all das Wasser ins Dorf schleppen, nur um es da verdampfen zu lassen? Na, gute Frage hier. Da haben Sieht wir aus wie eine Art Presse. Presse? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit die Lehmziegel in Form gepresst wurden. Können wir damit vielleicht unsere... Das Scharnier ist verrostet. Wenn ich die Presse mit Gewalt betätige, könnte sie kaputt gehen. Besser, ich repariere sie erst. Okay, das ist doch eine Aufgabe. Reparieren, Sachen reparieren kann Gulliver immer machen. Dann werden wir das probieren. Gibt's noch irgendwas anderes? Hier gibt's noch... Ob die Dorfbewohner zu tief gegraben und dabei einen Schrecken aus der Urzeit geweckt haben? Wenn, muss der Schrecken ganz dicht an der Oberfläche geschlafen haben. Na, guck mal. Ich sollte selbst mit bloßen Händen einen ordentlichen Lehmklumpen lösen können. Ja, kein Problem. Nehmen wir den doch mit? Gibt's sonst noch irgendwas? Wie es aussieht, wird hier schon seit Jahren kein Lehm mehr abgebaut. Und der Regen wird dafür sorgen, dass hier in ein paar Jahren nicht mehr viel zu sehen sein wird. Na perfekt, dann können wir ja jetzt wieder zurückgehen in die Stadt. Beziehungsweise zu Gulliver und können ihn halt eben bitten, ob, irgendwo da. Irgendwo hier. Na toll, wir irren wieder durch den Wald. Hier, jawohl. Und hier raus. So. Wir sind da. Dann einmal runtergehen. Und dann müssten wir ja gleich die Silberbolzen haben. Reden wir mit ihm, oder? Gulliver? Ja? Könntest du vielleicht die Presse reparieren, Gulliver? Nate, das ist doch ein Job für dich, oder? Der Junge hat seinen alten Herrn längst überholt, wenn es um Reparaturen geht. Das war's schon? Ich lieb den wow, Nate. Du bist schnell. Okay, Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. So, kann ich die... Gulliver? Oh. Ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Was? Oh, wieder was so... Hier, halt mal. Nicht verlieren. Nate, gib mir zwei Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. Trillit. Und? Wie sehe ich aus? Das gruselig. Ist tatsächlich unheimlich. Und auch ein wenig eklig. So soll's sein. Okay, probieren wir nochmal zum Erschrecken. Ja? Dieses Mal schaffen wir es. Auf zum Spuk!
Wow, das sieht wirklich gruselig aus. Gut gemacht. Aha, dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht das hier so angekokelt? Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Wilbur, wo bist du? Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der... Richtig! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur! Das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie wir unerkannt spuken können. Das ist doch nicht möglich. Mehr noch, wir werden davon angezogen. Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt. Nein! Wir kommen wieder! Das war unerwartet. Ja, aber wir haben PKE. Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Oh, Kage. Aber die Ideen sind echt klasse. Jetzt müssen wir nur noch die Silberbolzen machen. Wilbur! Und dann? Na, wie haben wir das gemacht? Er hätte sich fast in die Hosen geschissen, ich sag's dir. Das hätte mir dann noch mehr leid getan. Ich wünschte, wir hätten ihm nicht so einen großen Schrecken einjagen müssen. Ach, alles für den guten Zweck. Wenn du mit dem PKE-Gerät das Herz des Waldes aufspüren und zerstören kannst, dann ist ihm damit mehr geholfen als sonst wem. Richtig. Geben wir ihm ein bisschen die Augen zurück. Wenn ich das im Wald benutze, müsste es mir den Weg zum Herzen des Waldes zeigen. Genau, und nur das wollen wir. Nur erst einmal brauche ich etwas, mit dem ich mich vorm Werwolf verteidigen kann. Dann mal los. Ja, dann basteln wir uns jetzt, nehmen wir den Formabdruck. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Schauen wir mal. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Und trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Okay, dann jetzt den Silberbolzen drauf ab. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Okay, und jetzt noch das geschmolzene Silber drauf? Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Könnte das? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form super. Ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Perfekt. Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Na, perfekt. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Was ist mit den Augen? Hier hast du deine Augen zurück.
sehr gut. Gehören zu meinen Besten. Esther meint, das linke sei das Schönste, das ich habe. Okay, also hier haben wir den Tonabbau. Dann gehen wir jetzt rein in den Wald. Und dann geht's auf zur Werwolfjagd. In Ordnung. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Sehr gut, mutiger Wilbur. Oh! Nein! Spinne. Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Alles in Ordnung? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Alles in Achtung! Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Timmy? Nicht! Bist du bescheuert? Ich hätte ihn erwischt! Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Oh, da wird doch irgendwas laufen zwischen den beiden. Ich hab so ein Gefühl. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja? Werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein. Ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Ja, wahrscheinlich wird sie sich es ewig. Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn. Aber dieser Wald... Kein Problem. Ich habe das hier. Was ist das? Die Fühler des Geräts schlagen umso stärker aus, je näher wir uns an einer Quelle übernatürlicher Energie befinden. Genial. Wir müssen nur immer die Wege nehmen, an denen das Gerät am stärksten ausschlägt. Richtig. Unsere Sinne können getäuscht werden, aber gute alte Gnomentechnologie nicht. Gehen wir. Okay. Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach.
Meine Freunde nennen mich Tin Lizzy, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Oh, da läuft was. Da läuft was. Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau! Das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ziemlich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? Ja, perfekt. Ein wunderbarer Gentleman. So, wir sind beim Herz des Waldes. Ja. Und was uns da erwarten wird, ich glaube, das schauen wir uns dann in der nächsten Runde an, morgen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, sei gespannt. Ich bin jetzt auch gespannt, welches unheimliche Böse auf uns dort warten wird. Also.